Unglaublich, was es braucht. Wenn man nur schon zuschaut, wird es einem ja sehr unheimlich. Technisch, wie geht so etwas überhaupt? Und jetzt habe ich jemanden da, der uns das genau sagen kann, nämlich der Simon Zahner. Herzlich willkommen, Simon. Der Simon ist der Sieger vom EKZ Urban Cyclocross 2018. Er ist als Profi gerade zurückgetreten, ist noch bei der WM in Dübendorf dabei im Februar. Sag mal, wenn man jetzt das gesehen hat mit dieser Stege, ich meine, für einen Laien sieht es unmöglich aus. Was ist da das Schwierige? Ja, also der Ruf muss irgendwie richtig anfangen. Und eben, man hat es gesehen, beim Lukas, wenn du rausgehst, ist es extrem undankbar, um irgendwie wieder auf so einem schmalen Stegentritt wieder den Rang finden. Und beim Abfahren, da musst du einfach hoffen, dass du runterkommst, ohne dass du irgendwie platt hast. Jetzt für sie war es unten fertig, dann kommt es wie nicht drauf an. Aber sonst ist dort noch in der Trick, dass man nicht durchschlägt. Wenn wir noch ein bisschen vorausschauen, Sie fahren ja dann auch noch im Sand, im Wasser. Also, vielleicht einfach noch einen kleinen Tipp für Laien. Ich meine, wie fährt man durch Sand durch? Also Sand ist der Zauberwort hinterher liegen und vorne schauen, sonst überschlägt es dich. Und Wasser vielleicht noch so ein Tipp? Ja, nicht reingehen. Gut, das ist vor allem bei eurer Saison ist das noch wichtig, weil die ja eigentlich im Winter stattfindet. Ja. Radquer ist ja total im Aufwind. Was hat die EKZ Cross Tour, die es seit 2014 ja, was es seitdem gibt, damit zu tun, dass das in der Schweiz immer populärer wird? Also es war sicher cool, dass es dort ein paar Rennen gegeben hat, jede Saison, die unter den gleichen guten Bedingungen stattfindet, mit seriösen Parkplätzen für die Fahrer und super Strecken. Und das hat einfach von Anfang an viele gute Fahrer aus dem Ausland auch angezogen. Und so haben die Rennen eine riesengroße Qualität auch gehabt. Du hast ja gewonnen im 18. Was hast du für eine Erinnerung daran? Ja, es ist extrem cool gsi, weil ich vorher ein paar Mal eben knapp nicht gewonnen. Also ich bin ja der jedes Mal auf dem Podest war eigentlich. Aber da bin ich auch das ganze Rennen eigentlich hinter dem Timon da nachgefahren und dann so einen halben Meter vor der letzten Kurve können überholen. Und weil dann gewusst habe, dass du nachher nicht mehr überholen kannst, habe ich dann eigentlich so in die letzten 50 Meter gewusst, dass ich gewonnen habe. Und das war ja eine rechte Erlösung gewesen. Und wenn jetzt es ist eine andere Form, die wir jetzt dieses Jahr machen. Wie findest du das jetzt, was du bis jetzt gesehen hast? Ja, also ich finde es cool. Ich meine, grundsätzlich sind wir alle mal froh, dass überhaupt wieder irgendeiner Form Sport und Wettkampf läuft. Und das zeigt einfach auch die Attraktivität von dieser Disziplin, dass man mit so extrem wenig etwas machen kann, wo man sich irgendwie messen kann und einander ein bisschen in die Birne schlagen kann. das braucht noch irgendwas. Steigen gibt es bei jedem Bahnhof. Man muss es vielleicht nicht gerade irgendwie am 5 machen, wenn alle vom Arbeiten heimkommen. Aber ich finde es so cool, um zu zeigen, wie wenig das überhaupt braucht. Ich meine, du hast eine riesige Karriere hinter dir. Seit 20 Jahren machst du das. Ist ein bisschen Wehmut dabei, wenn du jetzt das siehst und nicht dabei bist? Ja, nein. Also ich muss sagen, es gibt ganz wenige, die irgendwie können in der Schweiz ein Abschiessrennen fahren mit über 10'000 Zuschauern. Und ich konnte das an der WM können. Darum, für mich ist wie gut, dass es dort in dieser Form fertig war mit dem Rennenfahren. Und ich bin heute auch ein bisschen am Velofahren. Darum, das ist mir eigentlich das Wichtigste. Wenn ich jetzt nicht hätte Velo ölen können, dann würde es mich mehr stinken, um denen beim Fahren zuzuschauen. Wenn du noch zurückschaust, was war für dich so das Wichtigste? Was hat dir wirklich am meisten gebracht in diesen Jahren? Was heisst gebracht? Also, ich glaube, das Grösste war für mich immer, um mir selber zu zeigen, dass es dann irgendwie gleich geht. Wenn es zweimal nicht geht und man etwas nochmal probiert, dann gibt man vielleicht so ein Rennen im vierten Jahr, nachdem man sich dreimal genervt hat, dass man sich irgendwo über die Tölpel lassen hat. Und das ist etwas, was man gelernt hat im Sport und wahrscheinlich dann auch ewig lang noch mitnimmt. Warum hast du das Gefühl, ist Cyclocross attraktiver als EKZ, als Sponsor? Also bei den Rennen, die wir in der Schweiz haben, ist es einfach so, dass das recht drängendes Programm ist mit Hobbyrennen am Morgen. Und dann haben über den Mittag die kleinsten Kinder mit dem Laufvelo. Und am Schluss gibt es noch auf einem richtig hohen Niveau den Profisport der Frauen und der Männer. Und da kommen einfach extrem viele verschiedene Leute zusammen und jeder kann mitmachen. Und eben, es ist alles am gleichen Tag, also jeder kann dann irgendwo von den anderen Rennen auch noch mitschauen. Und so ist die Szene berührt sich extrem stark untereinander. Und das ist einfach, denke ich, für einen Sponsor ein attraktives Gesamtprodukt.
Also eigentlich noch ungewöhnlich, oder? Velo verbindet man mit irgendwie Riesentour Tour de France und so, wo man am Anfang ist und dann sieht man nichts mehr, also außer am Fernsehen. Und da findet alles ein bisschen am gleichen Ort statt. Verstehe ich dich? Ja, nein, quer ist halt schon eigentlich eine von den attraktivsten Sportarten, weil eine Runde ist irgendwie 5-6 Minuten. Das heisst, egal wo man steht, die Fahrer kommen immer wieder vorbei. Und bei einem Strassenrennen steht man halt irgendwie den ganzen Tag neu mit Herren und dann ist es lustig, wenn das Feld vorbeifährt. Aber das ist zum Teil extrem schnell vorbei. Und so viel Action mit eben verschiedenen Kategorien hast du eigentlich auch in Kampfsport, wie du es im Radquer hast. Es ist leider so, dass ja Benelux-Staaten immer noch total führend sind. Was könnte die Schweiz da machen, um etwas aufzuholen? Also ich glaube, der riesige Vorsprung, den die Benelux-Staaten haben, ist, dass der Sport extrem präsent im Fernsehen ist. Und dass dann einfach die grossen Sponsoren mitmachen. Und ich denke, jetzt so ein, das, was wir jetzt hier erleben mit dieser Übertragung, auch, ist vielleicht irgendwo ein Versuchsballon, um auch einen Schritt in diese Richtung zu machen. Weil man muss einfach mal die Bilder muss man mal haben. Oder? Und ob es dann gerade live geschaut werden oder ob es irgendwie Aufzeichnungen oder spektakuläre Momente, wo dann zu so YouTube-Hit werden, dann muss es irgendwie mal einfach gefilmt haben. Und darum, ja, das, was da jetzt ein bisschen probiert wird, ist hoffentlich eine Möglichkeit, die die Schweiz ein bisschen aufholen kann auf diesem Sektor. Gut, danke vielmals. Das war super für deine Ausführungen. Gerne. Und viel Spass jetzt, wenn du weiterfährst mit dem Velo. Merci.